Wollen Sie noch weiterschießen? Nein, das reicht für heute. Aber ihr solltet mal neue Dias machen. Ich schieße immer auf denselben Mann. Das habe ich auch schon gesagt. Ich kann die Dias schon nicht mehr sehen. Komme ich zu früh? Nein, nein, kommen Sie nur. Guten Tag, Derek. Tag, Winterstein. Na, immer noch Falschgeld? Ja. Wenn ich mal wieder hierher gehe, ich glaube, ich treffe nichts mehr. Man verliert das Gefühl, die Reaktion. Ja, das stimmt. Ab und zu muss man überprüfen, ob es noch geht. Also, viel Erfolg dann. Wiedersehen. Wiedersehen. Was haben wir denn für Dias? Ja, am besten, ich fahre sie mal ab. Ja, bitte. Daneben. Jetzt wissen Sie, warum ich hier bin. Haben wir noch das Dia, das auf der Straße spielt? Wissen Sie, einer springt aus dem Auto und schießt gleich. Ja, das haben wir schon noch, aber warum wollen Sie ausgerechnet das? Ich finde es besonders aufregend, besonders schwierig. Wegen der Passanten, die ins Bild laufen. Man hat kein freies Schussfeld. Ich stehe immer davor wie gelähmt. Na ja, dann schießen Sie mal weiter, ich leg's hinein. Den habe ich schlecht erwischt. Mein Name ist Beifuß. Sie werden schon erwartet. Gehen Sie zum Odeonsplatz, dort steht ein Wagen mit vor. Bleiben Sie stehen! Vor dem Präsidium erschossen. Bravo. Oh nein, Sie sehen doch, dass ich schon. Haben Sie doch vorhin was anderes gesagt? Nein, nein. Aber das war doch aus dem Fenster. Harry, trenn die Leute, sie beeinflussen sich gegenseitig. Schröder, echter Ding. Dann doch fast. Kann nehmen die Aussage. Ja, weil wieso Ruhe? Ich will ja Aussagen, denn es war nicht ja wichtig. Winterstein. Ja, ich habe die Schüsse hier oben gehört. Ich auch. Ich saß gerade beim Kriminalrat. Aus einem Wagen heraus? Ja. Was machte Winterstein in Ihrem Dezernat? Hat er einen besonderen Fall? Gibt es eine aktuelle Sache, an der er dran war? Aktuelle Sache? Wir haben da eine Falschgeldsache reinbekommen. Wir sind noch im ersten Stadium. Große Sache? Vielleicht. Wir haben noch nicht viel in der Hand. Vielleicht war Winterstein weiter, als er Ihnen gesagt hat. Wie kommen Sie darauf? Ich habe ihn gestern Morgen auf dem Schießstand getroffen. Er wollte seine Treffsicherheit überprüfen. Und was schließen Sie daraus? Vielleicht wusste er, dass er sie brauchen würde. Gehen wir mal runter. Ja, wir
Er sagte, Sie haben doch noch ein anderes Dia, eine Straßenszene mit Autos und Passanten und so weiter. Und die wollte er unbedingt vorgeführt haben. Hat er gesagt, warum? Nein. Er wollte erschwerte Bedingungen. So habe ich das wenigstens verstanden. Straßenszene. Mit Autos und Passanten. Warum? Er sagte, mich stören die Passanten. Ich bin wie gelähmt. Er war wie gelähmt. Er hat nicht einen Schuss abgegeben. Und als zweites der Sicherheitsstreifen, der bei der echten Banknote in das Papier eingearbeitet ist, während er bei der Blüte fehlt und durch einen Aufdruck vorgetäuscht ist. Ansonsten die beste Arbeit, die ich je gesehen habe. Wie seid ihr an den Schein gekommen? Den hat uns die Landeszentralbank geschickt, aber nicht fürs Kriminalmuseum. Nur mal weiter, Herr Kriegbaum. Naja, das Übliche. Für solche Arbeiten kommen nur ein paar Experten in Frage, die alle bekannt sind, aber wir sind nicht weitergekommen. Und Winterstein? Hat alles koordiniert. Alles lief bei ihm zusammen. Er benahm sich, als wäre das der Fall seines Lebens. Aber auch er ist nicht weitergekommen. Ich nehme an, dass es das ist, was Sie wissen wollen. Hm. Kein Bericht, nichts, was darauf hindeutet, dass er auf irgendeiner Spur war. Na gut. Wo wohnt er? Bei seiner Mutter. Er ist nicht verheiratet. Sie ist schon benachrichtigt. Grüß Gott, wir hätten gern Frau Winterstein gesprochen. Oberinspektor Derrick. Herr Euler, was machen Sie denn hier? Frau Winterstein hat sich hingelegt. Sie ist völlig fertig. Der einzige Sohn und sie steht völlig allein. Das ist Herr Euler, ein Kollege. Nicht mehr, lieber Derrick. Pensioniert. Seit einem Jahr schon. Sie waren noch in der Abteilung für Glücksspiele und Falschgeld tätig, nicht wahr? Ja. Sind Sie hier zu Hause? Winterstein rief mich an. Er sagte, Sie sind nicht mehr bei uns, aber Sie werden hier noch ziemlich oft erwähnt. Und Winterstein besuchte mich. Er sitzt da fest in einem Fall, in einem kapitalen Fall, und ob ich ihm nicht helfen könnte. Ich sagte, lieber Junge, ich bin pensioniert. Völlig raus aus dem Beruf. Und auch gar nicht mehr interessiert. Ich gehe spazieren. Na, er ließ nicht locker. Und so sind wir dann miteinander bekannt geworden. Ja, und wie kommen Sie hierher? In diesem Augenblick? Herr Klein, wir arbeiten zusammen. Frau Winterstein rief mich sofort an, als sie erfuhr, dass ihr Junge tot ist. Er wurde erschossen? Aus dem Auto raus, wie ich gehört habe. Scheint modern zu sein. Unsere Vermutung ist, dass sein Tod möglicherweise im Zusammenhang steht mit gewissen Erfolgen, die er in der Falschgeldsache gehabt haben könnte. Und wenn Sie zusammengearbeitet haben... Zusammengearbeitet, das ist ein falscher Ausdruck. Lassen Sie mich das mal erklären. Ja. Wissen Sie, dieser junge Mann, der hatte nämlich einen Fehler. Der war darauf aus, spektakuläre Sachen zu machen. Ja, so wie ein Zauberkünstler, so ein Kaninchen aus dem Hut zieht, so wollte er den Täter zum Vorschein bringen. Als eine ganz persönliche, als eine eigene Leistung. Kennen Sie nicht solche Typen, Derrick? Oh ja. Waren Sie nicht auch so eine? Irgendwie, ja, neigte ich auch dazu. Das war ein großes Erlebnis, wenn man so auf eigene Faust losging. Ja, richtig, Derrick. Das hatte ich ganz vergessen, dass Sie sich daran erinnern. Hm. Sie verschweigen doch nichts, Euler, nicht? Hm? Ich? Hören Sie mal. Denken Sie, ich gehe da wieder auf eigene Faust los? Büro Derrick, echter Ding. Herr Kriminalrat? Nein,
Nein, ist nicht da. Derek und Harry sind in der Wohnung Winterstein. Auf den Gedanken bin ich natürlich auch gleich gekommen, dass er vielleicht irgendwo was notiert haben könnte. Namen, Telefonnummern. Dann kann ich mir die Arbeit ersparen, nicht? Ich habe nichts gefunden. Wissen Sie, Derek, für Sie ist das ein Routinefall. Sie funktionieren, wie Sie immer funktionieren. Für mich bedeutet die Sache mehr. Hören Sie zu, Euler, man wird zu Recht pensioniert, weil man in einem bestimmten Alter den Anforderungen eines solchen Berufes nicht mehr gewachsen ist. Sparen Sie sich Ihre Predigten. Ich weiß nichts, was Ihnen helfen könnte. Ich würde es Ihnen sagen. Wer ist denn das? Eine Freundin, glaube ich. Er hat ein paar Freundinnen. Wissen Sie zufällig, wie sie heißt? Schulte. Agnes Schulte. Aber es war keine sehr enge Beziehung. Trotzdem, wir brauchen Ihre Adresse. Du meinst, er sagt nicht die Wahrheit. Ich weiß es nicht. Weißt du, Harry, pensionierte Kriminalbeamte, das ist so ein Fall für sich. Die werden manchmal mit dem Nichtstun nicht fertig. Die warten immer noch. Worauf? Auf den Fall ihres Lebens. Eine Liste haben von allen Leuten, die jemals mit Falschgeld zu tun hatten. Das ist sie. Mit den Angaben der letzten Aufenthaltsorte. Die Fahndung nach den Herrschaften läuft schon. Aber? Ja, auf eine Spur zu kommen, das wäre reiner Zufall. Das Name unterstrichen. Achim Schenke. Na, lesen kann ich auch. Was ist mit ihm? Schenke hat vor 4,5 Jahren Falschgeld hergestellt, von ähnlicher Qualität. Er war der Erste, an den ich dachte, als dieser falsche Hunderter bei uns auftauchte. Ich habe gleich in Kaisheim angerufen, aber er sitzt tatsächlich noch. Und er kennt die Szene genau? Wenn einer, dann er. Naja, man sagt, Ihre Blüten seien genauso gut gewesen. Nicht ganz so gut, sonst würden Sie mich hier nicht besuchen. Ich möchte aber wirklich wissen, was Sie von mir wollen. Wie lange sind Sie schon in Haft? 3 Jahre. Und wie lange haben Sie noch? Noch 1,5. Sie haben sich sehr gut geführt, habe ich gehört. Hab ich denn? Ja, haben Sie. Und Sie sind zum ersten Mal verurteilt. Ja. Ja? Es wäre da die Möglichkeit des bedingten Straferlasses gegeben. Ich habe mich erkundigt. Was Sie nicht sagen. Die Gefängnisleitung lobt Ihre gute Führung. Und Ihre Mitarbeit. Und jetzt wollen Sie von mir ebenfalls mitarbeiten? Kooperation. Sagen wir so, ich würde mich sehr darüber freuen. Aber es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen Ihrem Straferlass und einer gewissen Zusammenarbeit. Das läge gar nicht in meiner Macht. Kooperation. Aha. Sie haben sich gesagt, der Schenke. Der kennt sich aus, der weiß Bescheid, der hat noch seine Verbindungen. Wir brauchen ihn nur
zur Kooperation zu bringen. Richtig so? Ist richtig so. Ich habe keine Verbindung mehr. Ich müsste erst mit ein paar Leuten reden, sehen, wer im Geschäft ist, wer raus. Dazu braucht man Zeit und Möglichkeiten. Ja, die hätten Sie ja. Ah. Die Sache interessiert mich schon. Ist ja schließlich meine Branche und die Aussicht, hier rauszukommen, hat was Verlockendes. Aber ich bin kein Polizeihund, den Sie an der kurzen Leine haben. Ich kann Sie nur bitten, uns zu helfen. Das hört sich gut an. Aber eine Erfolgsgarantie kann ich Ihnen nicht geben. Das weiß ich. Einverstanden. Sie holen mich persönlich ab? Wie Sie sehen, steigen Sie ein. Toller Service. Halte. 3 Jahre in einer Zelle sind eine lange Zeit. Wo wollen Sie denn wohnen? In einem erstklassigen Hotel. Wohnraum unten, Schlafraum oben, sowas soll es doch geben. Ja, ja, sowas gibt es. Bin ich mir schuldig. Ja, jetzt können Sie es vernichten. Bitte? Die Schachtel können Sie vernichten. Bitte? Ich darf mir mein Zimmer selber bestellen? Ja, das dürfen Sie. Ich lasse Ihnen ein paar Tage Zeit, sich einzuleben, Freunde wiederzusehen, sich umzuhören. Aber dann kommen Sie. Dann komme ich. Und ich freue mich auf das Gespräch. Alles Gute. Ganz sicher. Ist er das? Ja. Sieht gut aus, harter Typ. Er ist für jeden Trick gut, also pass auf ihn auf. Das wird nicht so einfach sein. Bestimmt nicht, denn er darf nicht wissen, dass er beschattet wird. Aber du machst das schon. Ich mache alles. Bitte sehr. Das ist Fräulein Schulte, Derek. Schulte? Agnes Schulte. Herr Euler sagte mir. Ach ja, ich erinnere mich. Bitte kommen Sie. Setzen Sie sich. Oder warten Sie, wollen wir einen Kaffee zusammen trinken? Spricht sich dann leichter. Fein. Ich bin einen Moment unten, ja? Kommen Sie. Wie lange kannten Sie Horst Winterstein? Seit einem Jahr. Sie waren sicher sehr oft beisammen. Fast jeden Tag. Soweit es seinen Dienst zuließ. Den nahm er wohl sehr ernst. Ja. Einen besseren Mann konnten Sie sich nicht wünschen. Liebte er seinen Beruf? Das weiß ich nicht. Er wollte vorwärts kommen. Er wollte etwas erreichen. Sich auszeichnen? Ja. Diese Einstellung hätte er bei jedem Beruf gehabt. Haben Sie diese Einstellung verstanden? Ich denke auch so. Man kommt zu nichts, wenn man nicht den Wunsch hat, etwas Besonderes zu leisten. Finden Sie das ungewöhnlich? Ich? Naja, aber das will nichts heißen.
Hat Winterstein mit Ihnen über seine Arbeit gesprochen? Ja. Eine Falschgeldsache. Er sagte, wenn ich die Leute auffliegen lasse, dann habe ich es geschafft. Er hat in dieser Sache mit Euler zusammengearbeitet. Seine Kollegen im Amt hat er nicht so gut behandelt. Er hat ihnen verschwiegen, wie weit er war. Die Frage ist, war er Ihnen gegenüber offener? Hat er Ihnen gegenüber Namen erwähnt? Vorgänge, die uns jetzt weiterhelfen könnten? Was sagt denn Euler? Na, der sagt, er weiß nichts. Warum sagt er das? Wenn jemand etwas weiß, dann er. Sie haben doch alles gemeinsam gemacht. Kann man ihn nicht zwingen, zu sagen, was er weiß? Nein, das kann man nicht. Er ist sehr eigensinnig. Vielleicht doch nur besonders engagiert. Sehen Sie, da kommt ein junger Kollege, der holt ihn aus der Versenkung, aus der Vergessenheit. Der sagt, ich brauche Ihren Rat. Das hat dem Mann gefallen. Sie meinen, er verfolgt die Sache jetzt aus eigenem Antrieb weiter? Genau, so sieht's aus. Und deswegen frage ich Sie. Was wissen Sie? Fast nichts. Ich weiß nur, eine Straße, ein bestimmter Ort spielte eine große Rolle. Ich habe in dem Zusammenhang gehört, dass er die Ackerstraße erwähnte. Aber ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang und was es damit auf sich hat. Sonst noch was? Ab und zu telefonierte Horst mit Euler, der in einem Hotel gewesen sein muss. Er ließ sich immer eine bestimmte Zimmernummer geben. Erinnern Sie sich an die Nummer? 48. Ich habe ein gutes Zahlengedächtnis. Ich arbeite in einem Institut, das sich mit Statistik beschäftigt. Na also, da haben wir ja was. Darf ich Sie etwas fragen? Ja, bitte. Werden Sie den Mörder finden? Zahlen bitte. Guten Abend. Echter Ding? Derek, Harry ist am Telefon. Mittlerer Ring, Lerchenauer. Ja, unser Kollege Euler hat gerade getankt. Er war den ganzen Tag in seiner Wohnung, dann fuhr er plötzlich los. Ja, bleib hinter ihm, sowieso. Okay, ist gut. Sag mal, du hast nicht zufällig einen älteren Mann gesehen, der hier vorbeigekommen ist? Läuft was mit uns? Oh, das muss doch nicht. Dann hau ab. So um die 60. Nein. Also sind Sie der Wirt? Ja. Ich hätte gerne einen klaren Sprudel. Ja. Bitte. Ja.
Darf ich mich zu Ihnen setzen? Ja, warum nicht? Das ist ja schließlich hier ein öffentliches Lokal. Haben Sie sich verlaufen hier? Ja. Aha. Ja, das sieht man. Sie fallen auf hier. Ah ja? Ja. Wieso? Na ja, durch Ihre Art, sich zu geben und wie Sie aussehen und so. Sie fallen auf. Ja, Sie fallen auch auf. Ich? Ja. Ja, na. Ja, vielleicht. Vielleicht ihn. Wollen Sie nicht zahlen? Ja, natürlich. Ja. Entschuldigen Sie bitte. Hier, Clara. Sie verletzt? Nein. Aber es ist auf Sie geschossen worden. Das kann man wohl sagen. Verdammt leichtsinnig von Ihnen. Sie sind mir doch gefolgt. Soll ich das leugnen? Derek, ja? Hat gesagt, wir hinter dem alten Euler her. Sieh, was er macht, was er tut. Ja. Hat ja auch recht gehabt. Nach dem, was passiert ist, ist klar, dass wir uns einiges verschwiegen haben. Was wird hier eigentlich gespielt? Winterstein hat mir gesagt, dass er sich mit einem Mann treffen will. Einem Zuträger, Spitzel oder sowas. Es war in dieser Gegend. Und wann war das? Einen Tag vor seinem Tod. Hat er Ihnen eine Beschreibung gegeben von diesem Mann? Ja, es soll ein junger Bursche sein. Langes Haar, Bart, Blue Jeans. Ein Gitarrenspieler. Ja, was wollte Winterstein von dem? Er hat gesagt, eine wirklich heiße Spur, mehr nicht. Ein Gitarrenspieler. Mehr wissen Sie nicht? Mhm. Sie haben doch irgendetwas vor, Herr Euler. Ich gehe hier durch diese Straßen und höre, ob einer Gitarre spielt. Alle seine Gäste. Schenkekippenfest. Eine Wiedersehensfeier für seine alten Kollegen. Er hat einen kleinen Saal gemietet. Was hältst du davon? Sehr gut, sehr richtig. Das ist genau das, was er tun sollte, sich umhören. Er macht's auf seine Weise, er feiert. Was feiert er eigentlich? Seine Entlassung aus dem Knast. Ich muss sagen, das ist mir ein ganz mysteriöser Angelegenheit. Emil und seine Detektive, meine Süße, komm her! Du wirst immer knackiger, Emil. Halt das Haus!
Ich freue mich, dass du gekommen bist. Fabelhaft. Ach, wunderbar, euch wieder zu sehen. Was sagst du, meine erwachsene Tochter hier? Die hatte ich doch mal auf dem Schoß. Jetzt nehme ich sie in den Arm. Nimm sie doch. Freunde, nehmt Platz. Steht rum. Legt euch hin. Esst und trinkt und vor allen Dingen trinkt. Das ist unser Pinguin-Champagner für alle. Ich will, dass das heute ein Fest in beidarmig reißen werden. Und was ihr nicht runterkriegt, das schüttelt euch ins Haar. Wie kommt denn dieser Glanz in meine Hütte? Gestatten? Schenke und frische Getränke. Und Sie, Sie heißen gar nicht? Und wer die blonde Barbara nicht, wird es mich nie gekannt. Wir haben den gleichen Schneider. Sieht so aus. Hast du meine Nachricht bekommen? Ja, man hat mir gesagt, dass du ganz plötzlich raus bist, aber ich sagte mir, das kann doch eigentlich gar nicht stimmen. Der hat doch mindestens noch anderthalb Jahre. Man hat sie mir erlassen. Für dich. Für dich eine ganze neue Flasche. Nein, danke, ich trinke nicht mehr. Denn wo denn was denn? Ja, mein Magen verträgt das nicht. Bist du krank? Na, sagen wir mal so, nicht mehr so ganz gesund. Komm, setz. Morgen. Guten Morgen. Servus. Guten Morgen. Ich lese gerade deinen Bericht. Liest sich gut, was? Den hat der Euler gesucht, ein Gitarrenspieler. Was steht da drin? Schröder! Ja. Der Herr Schenke, der hatte doch gestern bei seiner Wiedersehensfeier Musik, ne? Ja, ein Gitarrenspieler, sehr begabt. Erzähl mal Harry, wie der aussah. Bart wie Marx und, ja, Blue Jeans. Kommen Sie, kommen Sie. Ich habe Sie erwartet. Guten Morgen. Hoffentlich haben Sie schon gefrühstückt. Was ich hier habe, reicht bloß für einen. Sie kommen gar nicht mehr zum Einkaufen, was? Ja, das ist es. Da denkt man an der Zeit, wenn man pensioniert ist. Irrtum. Sie haben es doch einiges verschwiegen, nicht? Ja, das wissen wir ja schon alles, ne? Dass ich einen Mann gesucht habe. In einer ganz bestimmten Gegend. Wollen Sie mal sagen, warum Sie ihn gesucht haben? Weswegen? Na logisch. Wegen der Falschgeldsache. Ich habe dein Telefongespräch im Ohr. Winterstein sagte, wie sieht der Mann aus und wo ist er? Menschenskind Euler, jetzt drücken Sie sich mal genauer aus. Haben Sie früher so Ihre Berichte abgegeben? Berichte? Wollen Sie einen Bericht von mir haben? Das können Sie nicht verlangen. Ich bin nicht mehr im Dienst. Auch als Pensionär sind Sie verpflichtet, alles zu sagen, was zur Aufklärung eines Verbrechens beiträgt. Ich kriege den Mörder schon, der entgeht mir nicht. Soll es der Gitarrenspieler sein? Auch den werde ich kriegen. Wenn Sie uns rechtzeitig Bescheid gesagt hätten, dann hätten wir ihn schon. Was? Ist Ihnen der Name Schenke bekannt? Es gibt eine Menge Schenkes. Ich meine den Falschgeldmann. Ja, den sollte ich wohl kennen. Das ist ein wahrer Künstler, wissen Sie? Falschgeldhersteller? Das sind keine gewöhnlichen Verbrecher. Das sind Leute, die träumen können. Geld, so wie man will, im Keller hergestellt oder in der Küche. Und das Leben, das man dafür kaufen kann, für etwas, was nichts wert ist. Was ist Leben wert? Was ist Geld wert? Und es ist richtig, dass diese Beziehung besteht zwischen diesen beiden Begriffen. Ich komme da ins Philosophieren, wenn ich von dem Thema rede. Schenke war die Rede. Was ist mit dem? Der ist entlassen. Entlassen, das kann nicht stimmen. Der hat doch noch anderthalb Jahre. Warum sehen Sie mich an?
Nichts, nichts. Der ist also raus. Seit wann? Seit 2 Tagen. Gestern ein Fest gegeben für ehemalige Kollegen. Die Musik hat doch tatsächlich ein Gitarrenspieler gemacht. Ein Gitarrenspieler? Ich wollte doch eher sagen sollen, dass ich solch einen Mann suche. Habe ich offenbar einen Fehler gemacht. Es tut mir leid, aber mehr hätte ich Ihnen wirklich nicht sagen können, als dass so ein Mann in einem Telefongespräch erwähnt wurde. Mehr wirklich nicht? Nein, mehr nicht. Der weiß sicher noch mehr, ne? Ja. Er hat uns den netten, naiven, unbeholfenen alten Herrn vorgespielt. Er hat alles gewusst, auch dass Schenke raus ist. Ja, aber was hast du ihm nicht erzählt von den Hotelaufenthalten? Zimmer 48. Weil er das Zimmer noch nicht gekündigt hat. Was macht denn Euler im Hotel? Er lässt sich jeden Tag die Gästeliste geben. Er wartet auf einen ganz bestimmten Mann. Also, jetzt haben wir 2 Zimmer. 2 verschiedene Männer. Jetzt fehlt noch der dritte. Ich hab Geschäfte. Sie sind ziemlich früh. Ja, ich geb's zu. Ich hab's eilig in der Sache. Mein Fest haben Sie schon gehört? Ja. Und ich würde gerne wissen, ob es ein Erfolg war. Darf ich mal raten? Man hat Ihnen nicht abgenommen, dass Sie entlassen sind. Weiter. Man hat Ihnen ein Angebot gemacht. Liege ich da ganz falsch? Nein. Er tut dir nichts. Keine Angst. Ein Freund von dir? Naja, mehr ein Geschäftspartner. Und jetzt geht's schwimmen. Mhm. Hübsches Mädchen. Ja. Und ich möchte sie gern behalten. Naja, das kann ich sehr gut verstehen. Herr Schenke, es liegt ganz bei Ihnen, wie Ihre Zukunft aussieht. So sehe ich das auch. Das war Ihre Idee. Und so eine Art Spekulation auf meine Dankbarkeit. Ich habe etwas erfahren. Aber ich bin kein Denunziant. Ist schon in Ordnung. Ich respektiere das. Aber geben Sie mir einen Tipp. Eine geniale Sache. Dass ich nicht darauf gekommen bin damals. Es ist ein Trick dabei. Und allein kommen Sie nicht dahinter. Also, Sie haben keinen Tipp für mich? Noch nicht. Noch ist es zu früh. Man wartet noch. Auf jemanden, der von auswärts kommt. In einem Hotel ein Zimmer nehmen wird. Nummer 46. Welches Hotel? Sie sagen mir auch nicht alles. Nein. Ich glaube, ich habe auf die richtige Karte gesetzt. Sie haben mir 1 Million geboten. Und einen angenehmen Aufenthalt irgendwo im Ausland. Und Sie haben Nein gesagt? Sagen wir mal so, ich habe nicht mit beiden Händen zugehört. Was Sie immer noch tun können. Was ich immer noch tun kann. Ich muss mitspielen, wenn ich was erfahren will. Und
wie ich spiele. Sie müssten mich schon gewähren lassen. Jetzt habe ich Sie zum Mitwisser einer Straftat gemacht. Gefällt Ihnen das? Das gefällt mir gar nicht. Sie kriegen Ihren Tipp. Sie müssen einfach nur etwas Geduld aufbringen. Doch nur einen Tag oder zwei. Es ist auch eine Sache des Vertrauens. Ja, schon in Ordnung. Ich weiß, worauf ich mich eingelassen habe. Ich muss es riskieren, dass Sie mich übers Ohr hauen. In der Sache sind aber mehrere Risiken verteilt. Das ist schon gut, das wär's für jetzt. Also ich gehe dann. Ja. Mann, wir sehen uns später. Was hat er gesagt? Ich melde mich. Wir haben gehört, was wir wissen wollen. Einen interessanten Geschäftspartner hast du. Wer war das eigentlich? Zerbrich dir darüber nicht dein reizendes Köpfchen. Das ist er. Nicht jetzt. Barbara muss erst raus sein. Wie lange sollen das noch dauern? Wir haben Zeit. Es gibt keinen besonderen Dreh bei Falschgeld. Die Sache läuft immer in derselben Weise ab. Einer stellt eine Menge Blüten her und sucht sie loszuwerden. Meistens am Block an einen einzigen Abnehmer. Für 50% oder 40%. Das ist sein Interesse. Ihn interessiert die Verteilung nicht mehr. Schenke sprach von einem besonderen Dreh. Und es muss ihn geben. Einen guten Einfall können diese Leute nur bei der Verteilung gebrauchen. Na bitte, vielleicht ist es das. Vielleicht haben Sie da den Dreh, den besonderen Trick gefunden. Dankeschön. Er hat sich wieder die heutige Belegungsliste angesehen. Ja, ich habe sie hier in der Hand. Er hat sich besonders interessiert für einen Mr. Harold Byfus. EY. Mhm. London. W1. Ich schicke dir ein paar Leute für diesen Mr. Byfus. Sieh ihn dir genau an. Aber äußerste Vorsicht da, ja? Gut. Und wenn man das ganze Falschgeld ins Ausland schafft? Käme darauf an, wohin? England. Ausgeschlossen. Die sind mit fremden Noten ungeheuer vorsichtig. Blitzanfrage an Interpol, ob der Mann bekannt ist. Was ist los, Derek? Wir dürfen jetzt keinen Fehler machen. Da ist Mr. Byfus. Sprach er mit Ihnen Englisch? Er hat einen englischen Pass vorgelegt, aber er spricht Deutsch. Mit Akzent? Nein, völlig ohne Akzent. Danke. Kündige dein Zimmer. Zieh zu mir, hier ins Hotel oder in irgendein anderes. Noch besser, wir nehmen uns eine Wohnung. Ja gut, das will ich dann tun. Aber ich muss jetzt weg. Dann kommst du wieder. Essen wir zusammen? Ja, das können wir machen. Ich mag dich. Als du gestern Abend hier reinkamst, da wusste ich sofort, wenn es die nicht ist, ist es überhaupt keine... Drei Jahre sind eine lange Zeit. Man verliert so einiges. Gefühl für die Zeit. Ein paar Kenntnisse, Gewohnheiten. Aber man kann sich nicht vorstellen, dass man seine Menschenkenntnis verliert. Die nicht, das nicht. Das unter gar keinen Umständen. Und jetzt denke ich, vielleicht ist es gerade das, was man zuerst verliert, seine Menschenkenntnis.
geht man jetzt damit um? Braucht man sowas tatsächlich? Hau ab. Bleib! Komm her. Doch. Eins zu null für Sie, Derek. Beifuß ist international bekannt, im Zusammenhang mit allen möglichen Delikten, darunter Waffenhandel, Menschenraub, Erpressung. Aber die Gründe haben niemals ausgereicht, ihn zu verhaften. Ein gerissener Junge also. Das kann man wohl sagen. Sein Tätigkeitsfeld ist Mittelamerika und seit neuestem Afrika. Was, Afrika? Mhm. Der reist von einem Entwicklungsland ins andere. Was kann Falschgeld dabei für eine Rolle spielen? In Entwicklungsländern? Wie wollen die unterscheiden, was echt und falsch ist? Die haben doch gar nicht so viel Erfahrung. Oder sagen wir so, die Leute da zu betrügen, muss doch um vieles einfacher sein als hierzulande. Mhm. Büro Derek, echter Ding. Wer ist da? Schenke. Danke, Bier. Ja, Derek. Ich hab's plötzlich eilig, wissen Sie, Ihnen zu sagen, was ich weiß. Schalten Sie mir Ihr Dings ein. Ihr Gerät, na, Ihr Tonband, sowas haben Sie doch, oder? Ja. Ja. Es ist etwas passiert, was mir die Entscheidung ungeheuerlich leicht gemacht hat. Also, die Blüten stellt ein gewisser Duktus her. Ist Ihnen bekannt? Hier in München. Wo, weiß ich nicht genau. Duktus. Da ist sie. Jetzt. Perfekt, Barbara. Danke. In irgendein afrikanisches Land. Hm. Eins von diesen Neuen da. Ja. Ja, die sich immer zuerst eine Luftlinie und eine Staatsbank anschaffen. Ein Gitarrespieler. Ein junger Mann. Blue Jeans, Bart. Moment mal. Schenke! Was ist los? Schenke! Ah. Ist was passiert, Schenke? Schenke! 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 Der Gitarrenspieler in der Fußgängerzone, Derek. Sagen Sie ihm, Sie seinen Beifuß. Hallo! Bleib am Apparat, die Verbindung ist nicht unterbrochen. Hallo? Rufen Sie vom nächsten Apparat das Hotel an, Schröder ist da. Er soll sofort rauf zu Schenke. Er soll die Waffe bereithalten. Okay. Aber ich brauche Harry. Hallo! Mr. Beifuß. Danke. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Bitte? Ich sage, ich wünsche noch einen schönen Tag. Ja, er verlässt gerade das Hotel. Was? Ja, ist gut. Hallo. Hallo. Darf ich mir was zeigen? Aus diesem Ausweis geht hervor, dass Sie Polizist sind. Ja, und Sie sind festgenommen. Können Sie mir einen Grund nennen? Ich habe nur den Auftrag, Sie ins Polizeipräsidium zu bringen.
Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Sie wollen das wirklich tun, Derek? Sich bei dem Gitarrenspieler melden? Ja, und zwar sofort. Beifuß war schon unterwegs. Es ist höchste Zeit. Wäre es nicht besser, den Mann einfach festzunehmen? Na, den Grund dazu muss er mir erst liefern. Nehmen Sie wenigstens ein paar Beamte. Keinen einzigen. Sie sehen doch, dass diese Leute zu allem fähig sind. Ja, das sehe ich. Ich halte das, was Sie vorhaben, für äußerst riskant. Ich auch. Mein Name ist Beifuß. Sie werden schon erwartet. Gehen Sie zum Odeonsplatz, dort steht ein Wagen. Mein Name ist Beifuß. Angenehm. Letztes Mal ist was schief gegangen. Deswegen bin ich selbst gekommen. Ja, unangenehm. Wir mussten einen Polizisten erschießen. Wir hatten keine Wahl. Es war nicht unser Fehler. Ich kann nicht mehr schlafen, seitdem. Ich bin ja schließlich kein Mörder. Haben Sie geschossen? Ich? Nein. Nein, ich doch nicht. Wer hat geschossen? Solche Leute können wir nicht brauchen in unserem Geschäft. Toll mehr. Ich bin kein Mensch mehr. Seitdem. Sie sollten rausgehen aus München. Ja, das habe ich auch schon gedacht. Das ganze Zeug auf den Lastwagen und raus von hier. Absicht diese Gegend? Ja, ich bin hier aufgewachsen, das ist eine ausgesprochen arme Leute-Gegend. Ja, wollen wir erst das Geschäftliche erledigen oder? Ja, ist mir recht. Oder wollen Sie was trinken? Ja, Mr. Beifuß. Nein, ich möchte die Sache so schnell wie möglich hinter mich bringen. Hallo, Martha. Hallo, Duck. Beifuß gekommen? Du bist verrückt. Das war doch der Bulle. Verdammter Mist, die haben uns. Ach, Quatsch. Das hier sehe ich nur einen. Gutes Versteck. Ja. Man fällt nicht so auf. Ja, das ist die Werkstatt von meinem Vater. Mein Vater war Erfinder. Aber er hat nie irgendwas erfunden, was etwas einbrachte. Da sind Sie besser dran. Ja. Nur, dass der Polizist erschossen wurde. Das nimmt mir die Freude. Packen Sie ein. Ich denke, wir lassen es liegen. Ich bin Kriminaloberinspektor Derek. Ich bin wie mein Vater, ein Versager.
Hände hoch. Umdrehen. Weißt du, wer das ist? Hat's mir eben gesagt. Sagen, dass Sie mich nicht gebraucht haben. Nein, das kann ich nicht sagen. Die hätten Sie niedergeknallt, wie Sie es mit Winterstein gemacht haben. Ich habe Sie gerufen. Einer von den beiden ist der Mörder. Wer ist Karl Merten? Der ist es. Euler! Ach, lassen Sie das. Ich darf das, ich bin nicht mehr im Dienst. Ich darf zeigen, was ich fühle. Schon gut jetzt. Raus! Raus! Raus!